Grüß Gott zusammen. Ich begrüße euch zum 7. Meetup heute zum Thema Coaches für das digitale Zeitalter. Ist das noch passend zusammen? Wir hatten ja voriges Mal das Thema E-Learnings, das heißt mehr in Richtung digital. Nachher kam das Thema Recruiting und heute wollen wir die Ergänzung im Sinne von Blended Learning. Wie ist die Ergänzung von Coaches zusammen mit elektronischen Mitteln wie E-Learnings, wie Games, wie viele Möglichkeiten, die man halt in der Zeit Corona, in der Zeit der Digitalisierung möglich ist. Ich würde gerne heute euch präsentieren eine Reihe von Coaches, die wir heute eingeladen haben. Manche davon sind bei uns im Consulting-Prozess tätig. Und zunächst einmal die Nadine Zimmermann, die hier bei uns im Thema Agilität und Innovation steht. Dann haben wir den Roger Müller, der kommt aus Unternehmen, Softwareunternehmen, wo Agilität notwendig ist. Und der hat sich letztendlich mit dem Thema mit Gruppen, wie man Teams performanter gestaltet. Dann haben wir die Silke, kommt auch früher aus einem Softwareunternehmen, und hat das Thema der Stresssituation, Kompatibilität mit letztendlich in Zukunft gerichtet in Richtung Gesundheit. Das heißt, aus dem Stress raus, was macht der Stress, wie entsteht Stress und geht in Richtung Gesundheit. Dann haben wir den Harald. Harald hat auch früher auch ein Softwareunternehmen, das heißt im Grunde genommen Softwareunternehmen haben den Vorteil, dass sie viel mehr in Richtung moderner Konzepte gegangen sind in der Personalentwicklung, aus meiner Wahrnehmung, hat sich letztendlich mit dem Thema Lernen, Lernförderung, Lernkompetenzen weiterentwickelt. Und dann haben wir David, das Thema Führen. Welche Führungskompetenzen brauchen Führungskräfte? Und er hat letztendlich den Spiel umgedreht und hat gesagt, okay, eine Führungskraft ist nicht nur zum Nehmen, sondern auch zu geben. Der hat nicht nur praktisch Arbeit zu verteilen und die Ergebnisse zu erhalten, sondern auch vielmehr, was muss eine Führungskraft den Mitarbeitern geben. Zu meiner Person, ich habe ja promoviert in Berlin. Damals gab es, dieses Gebäude wurde nicht so genutzt, wie es heute der Fall ist. Da gab es noch Bonn mit dem Bundestag. Damals hatte ich promoviert über Fahrzeugtechnik, Motorräder. Und dann kam Greta und dann musste man sich letztendlich umstellen, sagen, okay, das mit dem CO2 und mit den Emissionen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das mit dem Motorrad funktioniert nicht mehr. Dann haben wir gesagt, okay, müssen wir uns etwas anfahren lassen. Dann haben wir gesagt, okay, da steigen wir um auf Fahrräder für den Transport und keine Gondel mehr auf den Berg zu kommen, sondern Party zu Fuß. Wobei diese Aufnahmen, wie man entnehmen kann, sind vor der Zeit von Greta. Und das Bergsteiger kennen das Thema Klimawechsel, Bauer Bergsteiger wussten schon, dass das etwas mit uns nicht stimmt. Okay, und dann haben wir in der, nicht nur es gibt Freizeit, sondern es gibt auch Arbeitszeit und da habe ich die Firma Think Simple gegründet und da geht es letztendlich um, dass die Leute in der Arbeit mehr Spaß haben.